Hallo, heute ein Video außer der Reihe. Es geht um eine Anfrage von einem Besucher meines YouTube-Kanals. Und zwar, er hat einen Röhrenprüfer erworben und ob ich diesen mal testen könnte, beziehungsweise die Funktion erklären. Das Gerät wurde wahrscheinlich gebaut, ich sage jetzt mal Anfang der 50er. In einen Holzkoffer. Das ist der Koffer von hinten. Und das sind die Armaturen. Man sieht sehr schnell, dass es hier kein Röhrenprüfer im Sinne von Funke W19 oder Neuberger ist, sondern ein sogenannter Leistungsprüfer, der nur grob funktioniert. Grob testet, ob die Röhre rudimentär funktioniert und keine wirkliche Aussage zulässt über die Emissionsfähigkeit der Röhre. Es fällt zuerst auf, dass die Spannung, mit der der Tester betrieben wird, entweder 220 Volt oder 110 Volt ist und das Ganze wird über einen Kurzschlussstecker geschaltet. Somit ist die Netzspannung frei zugänglich an der oberen Seite des Prüfers. Und hier ist immer mein Kommentar, solche Geräte bitte ausschließlich mit einem Trenntransformator benutzen, weil sonst besteht die Gefahr, dass man sich selbst in den IOL schickt, weil 230 Volt Netzspannung ist 230 Volt Netzspannung. Also das kann zucken. Aber wir kommen ja gleich zu. Auffällig ist auch das Messinstrument für 10 mA. Ich habe ein Patchfeld. Ich habe zwei Patchfelder. Bei der genaueren Betrachtung wird sich herausstellen, dass die Standardsockel, also Europasockel, Außenkontakt 5-polig und 8-polig, zwei Stahlröhrensockel mit je 8 Polen, zwei amerikanische Fassungen und die Hexoden- und Binodenfassung sowie die Patronenfassung der Wehrmacht bereits fest verdrahtet sind. Und nur die neueren Fassungen wie Rimlock, Loctal, Octal, Miniatur und Noval sind frei über das Patchfeld beschaltbar. Der Rest ist, wie gesagt, gerätintern beschaltet. Es gibt, hier ist nochmal die Detailaufnahme des Ampermeters. Hier ist der Anschluss für die Außenkontakte der Röhren. Das ist das Patchfeld nochmal im Detail. Ich kann mit Druckschaltern die Kathode abtrennen, sowie die ersten sechs Pins, weshalb sechs, weil zwei sind weg für die Heizung, einer ist weg für die Kathode und bleiben noch sechs Pins übrig, die allesamt als Anode bzw. Steuergitter fungieren. Das ist der unsägliche Schalter für die Einstellung der Netzspannung. Das ist ein Drehschalter für die Einstellung der Anodenspannung. Das ist der Wahlschalter für die Heizspannung der Röhre. Und so sieht das Gerät die Patchkabel aus, beziehungsweise den Netzstecker. Und hier ist nochmal zu sehen das Patchfeld für die 220 Volt. Und wie gesagt, ein Teil der Netzspannung ist noch erreichbar über diesen Anschluss für die 110 Volt. So, das war der Aufbau des Gerätes. Es wurde gesagt, es gibt eine Anleitung zu diesem Gerät. Diese Anleitung stammt aber aus einem anderen Gerät oder von einem anderen Gerät. Es sieht so aus, als ob dieser Prüfer ein Nachbau ist.
weil die Position der Elemente in dieser Anleitung stimmt nicht überein mit dem physikalischen Gerät. Das ist die Rückseite der Anleitung. Das sind die vorbelegten Sockel. Wie gesagt, ja, das Prinzip eines Lastprüfers ist, dass die Röhre als Diode betrieben wird. Also alle Anoden und alle Steuergitter werden auf Anodenpotenzial gelegt und nur die Kathode ist in Klammern die Kathode. Man sieht die beiden Außenkontaktsockel, der 5-polige und der 7-polige. Die zwei Stahlröhrensockel. Hier unten ist kurz schon mal beklärt, welche Röhrentypen für welchen Sockel passen. Das ist die zweite Seite. Hier sind die Europasockel, der Oktalsockel, der Wehrmachtsockel. Und auf deren Rückseite sind die Röhrentypen aufgelistet, welche Heizspannung und welcher Sockel zu benutzen ist. Und wie gesagt, die Aussagefähigkeit ist etwas mau. Aber dazu kommen wir jetzt im Video. Und das ist rekursiv, das ist jetzt das Video im Video. Aber das ist Blödsinn, das schneide ich jetzt an die richtige Position. So, das ist das Gerät jetzt in echt. Wie gesagt, ich habe die alten Standardfassungen. Die sind fest belegt mit der Beschaltung. Deshalb gibt es auch zwei Stahlröhren und zwei Europasockel. Die neueren Fassungen wie Rimlook, Loctal, Octal, Miniatur und Noval kann ich komplett frei beschalten. Die anderen Fassungen sind, wie schon gezeigt, festgelegt. Und das ist das besagte Patchfeld. Ich habe meine neuen Kontakte, die ich frei beschalten kann. Ich habe zweimal Heizer, eine Kathode und alles andere ist gleichgeschaltet als Anode. Und ich kann die sechs Kontakte hier auch ausblenden über die Kontaktschalter und ich kann die Kathode ausblenden, um zu prüfen, ob es einen Kurzschluss zwischen Kathode und Heizer gibt. Diese zwei Positionen sind ebenfalls Anode. Und jetzt zuerst zum wichtigsten Teil. Ich muss bei dem Gerät jetzt sagen, welche Netzspannung vorhanden ist. Ich habe die Auswahl zwischen 220 Volt und 110 Volt. Und ich sehe jetzt hier natürlich, dass der Kontakt für die Netzspannung ist auf dem Gerät frei zugänglich. Feel the Energy. Und hier nochmal mein eindrücklicher Hinweis und Warnung, solche Geräte bitte nur mit Trenntransformator benutzen, weil sonst besteht die Gefahr, dass man sich selbst in den IOL schickt. Ich patche jetzt das Ganze auf die 220 Volt. Ich habe die Anleitung gelesen. Der Schalter hat eine Position für Fadenbruch bzw. Fadenprüfung und Einstellungen von 0 Volt bis 90 Volt für die Heizspannung. Es gibt einen Wahlschalter für die Anodenspannung, eine Einschaltkontrolle und eine Klimmlampe, die Fadenbruch anzeigen soll. Und da wir jetzt beim Faden sind, fangen wir auch mal direkt mit der Heizspannung an, ob die einigermaßen stabil sind. Vor oder anders ausgedrückt, wir müssen erstmal gucken, ob das Gerät überhaupt läuft.
und wir schalten es ein. Es fängt an zu brummen, das heißt, da ist irgendein Transformator drin. Und wir prüfen jetzt die Heizspannung der Röhre. Stelle dazu auf 1,2 Volt und schließe jetzt ein Multimeter an. In der Patchposition H wie Heizung. Na. Ist hoffentlich alles im Bild. Ohne Blendung. Also der Trafo ist auf 220 Volt gewickelt. Insofern ist die Spannung natürlich ein bisschen höher. Also das sollte 1,2 sein. Das 2 Volt, 4 Volt, 6 Volt, 12 Volt, 18 Volt, 20 Volt. Jetzt wird es unleserlich. Ich spekuliere mal auf 28 Volt. Volt. Das müssten 60 Volt sein. Und das müsste 90 Volt sein. Hat aber 110 Volt. Okay. Ich gehe nochmal zurück auf die Fadenprüfung. Und wir stecken eine Standardröhre ein, nämlich in den Stahlröhrensockel. Eine ECH11 aus meiner Sammlung. Die funktioniert definitiv und sie hat auch definitiv Durchgang im Heizer. Wie wir sehen, sehen wir nichts. Die Klemmlampe für die Fadenprüfung ist aus. Passiert nichts. Sie ist extrem fest. Also ich kann sie auch nicht locker drehen. Ich sage mal, die Kabel, also die Lampe ist kaputt. Ja, die zweite Frage ist natürlich, ich muss eine Anodenspannung anlegen. Wo ist die Anode, beziehungsweise wie hoch ist die Anode? Dafür nutze ich nochmal meinen Voltmeter. Ich gehe in die Position K für Kathode und ich weiß, alles andere ist Anode. Und ich messe minus 1,68 Volt. Das ist natürlich Blödsinn, wenn ich den einzigsten Regler regle, gehe ich höher auf 2,5 Volt. Das ist natürlich auch Blödsinn. Der Trick ist natürlich, das Gerät arbeitet nur mit Wechselspannung. Wenn ich jetzt hier auf den Wechselspannungsmodus gehe, habe ich die in der Anleitung versprochenen 30 Volt, nämlich die Prüfröhre ist der Gleichrichter, da ja alle Röhren als Dioden getestet werden. Und jetzt versuchen wir mal das Ganze hochzudrehen, ob ich noch andere Spannungen einstellen kann. Der Schalter dreht sich sehr, sehr wäschrig. Ich habe kein Gefühl, ob ich eine Schaltstellung habe oder nicht. Ich habe jetzt 62 Volt. Habe jetzt das Gefühl, ich habe eine andere Stufe eingestellt. Und jetzt einen hörbaren Klick auf 110 Volt. Das war's. Ich gehe nochmal zurück auf die 30 Volt.
und stelle jetzt am Drehschalter die 6 Volt Heizspannung ein für die ECH11. Ich hoffe, man sieht was am Messinstrument, weil jetzt die ich habe einen Ausschlag auf knapp 8 mA. Da ich jetzt nicht weiß, ob noch irgendwelche Widerstände verbaut sind, ist diese Aussage ist irgendwie müllig, weil es ist keine Aussage, weil es fließt nur irgendwie Strom. Also die Röhre scheint grob zu funktionieren. Was ich als Prüfmöglichkeit habe, ist, ich kann die Kathode trennen. Da sieht man, ich hoffe, man sieht es auch wirklich, dass der Anodenstrom abfällt, weil jetzt habe ich keinen Kurzschluss zwischen Heizer und Kathode. Und ich kann jede einzelne Elektrode wieder auftrennen. Und somit fällt der Anodenstrom etwas ab. Aber es ist keine wirkliche Aussage. Aber die Röhre funktioniert im Groben. Machen wir jetzt mal dasselbe mit einer Oktalröhre, die ich jetzt frei beschalten muss. Das ist eine 6N7 aus russischer Produktion. Und jetzt muss ich erstmal das Ganze patchen, nämlich die Heizung. Die Heizung bei amerikanischen Röhren ist fast immer bei so Verstärkerröhren auf Stift Nummer 2 und 7. Auch hier meldet sich die Klimmlampe nicht. Okay. Die Kathode ist auf Stift Nummer 8. Das ist wie gesagt eine 6N7 und die enthält zwei Triodensysteme, die unabhängig voneinander zu beschalten sind. Das heißt, ich fange jetzt hier mit der Anode an, weil alles andere ist ja Anode. Und die Anode ist auf müsste auf Pin Nummer 3 sein. Und das Steuergitter ist Pin Nummer 4. Anode ist wie gesagt Stift Nummer 3 und Steuergitter ist Stift Nummer 4. Die Klimmlampe klimmt immer noch nicht, also ist wahrscheinlich kaputt. Ich stelle jetzt wieder die 6 Volt ein. Man sieht, die Röhre glüht und der Anodenstrom steigt auf irgendeinen Wert. Ich kann noch mal die Kathode ausblenden. Somit habe ich keinen Kurzschluss. Ich kann die Anode ausblenden und das Steuergitter ausblenden. Umgekehrt. Also die Röhre ist, macht irgendwas. Ich bin jetzt bei 30 Volt, wenn ich jetzt höher schalte. Da wackelt der Zeiger, weil ich die Röhre wahrscheinlich überlaste. Und wenn ich ganz auf 110 Volt gehe, brummt alles.
Gut, das ist ein typischer Leistungsprüfer für Röhren. Man hat nur eine Ja-Nein-Aussage, die Röhre funktioniert ungefähr. Aber es ist keine wirkliche Aussage nach dem Motto, es fließen jetzt bei X Volt Anodenspannung und Gitter Y Z Milliampere Anodenstrom. Ja. Mehr fällt mir jetzt auch nicht ein, was ich hier vorführen könnte noch. Wie gesagt, die Aussagekapazität des Gerätes ist relativ schwach. Insofern danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.